Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Shin Megami Tensei 5. Ihr habt Probleme mit dem ersten richtigen Boss im Spiel, der Hydra. Dann zeige ich euch in diesem Video, wie ihr diesen relativ einfach und unkompliziert besiegen könnt. Das Ganze klappt ab Level 12. Das müsst ihr auf jeden Fall haben, denn wir bereiten uns ein ganz klein wenig vor mit unserem Kampfteam und dementsprechend müsst ihr Level 12 erreicht haben. Sollte aber, wenn ihr hier auf diesen Gegner trefft, eigentlich kein Problem sein. Ich bin hier Level 13, steige auf Level 14. Ihr werdet es gleich sehen. Alles nach dem Intro. Viel Spaß! Es bedarf natürlich ein bisschen Vorbereitung. Ich hatte es am Anfang schon gesagt. Was wir hier mitnehmen wollen, ist einmal Apsaras. Die können wir fusionieren, wenn wir Level 16 sein sollten. Seid ihr schon so stark, dann könnt ihr das machen. Komme ich gleich nochmal mit dazu. Aber was wirklich wichtig ist, einmal, wir nehmen uns einen Engel mit. Kann ich nur empfehlen. Ist ein wirklich guter Heiler. Hat eine geile Attacke noch. Zusätzlich mit Hammer plus 3. Segen plus 2 heilt alle. Und das ist das, was wir wollen. Deswegen holt euch den, fusioniert euch den. Und als zweites die Seejungfrau mit Sturmlieb plus 3. Mega krass, Level 12. Deswegen sagte ich, am Anfang Level 12 sollte es sein. Und die ist wirklich einfach zu fusionieren. Ihr seht es hier, ihr habt Massenmöglichkeiten an Dämonen, die ihr hier am Anfang schon überall gefunden habt. Wir gucken mal, hier sehen wir jetzt Kaitsis und Dämon haben wir hier als Möglichkeit, um ihn zu fusionieren. Und dementsprechend werde ich das auch genau so tun. Ansonsten holt ihr euch einfach die benötigten Dämonen und habt damit dann überhaupt gar kein Problem, die Seejungfrau euch zu holen. So, dann geht es zu den Essenzen. Wir müssen uns bestimmte Resistenzen holen. Standardgemäß seid ihr gegen Elektroschaden immun, aber wir brauchen Feuerresistenz. Das sehen wir hier beim Dämon beispielsweise bei der Essenz und vor allen Dingen gegen die Dunkelmagie. Und das werden wir machen. Ansonsten seht ihr auf der rechten Seite, wie ich ausgerüstet bin. Hier Agi von Anfang an drin, Zio. Bufu habe ich mir raufmachen lassen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Werdet ihr gleich sehen, warum. So, wer sich jetzt fragt, Dämon, den habe ich am Anfang des Spiels ja schon gesehen, aber wo bekomme ich den denn? Ist gar nicht so weit weg. Hamamatsusho ist das Reiseziel und gleich daneben ist eine Höhle, in der der Dämon lebt. Und dort kriegt ihr so einige. Da kriegt ihr dann die Essenz, wenn ihr den Dämon bei habt, ein bisschen levelt und habt dementsprechend hier auch die Möglichkeit, ihn zu fangen für Fusionen. So, dann kommen wir zu dem zurück, was ich anfangs gesagt habe, Apsaras beizuhaben, mega, mega geil. Level 16 sind wir aber nicht und dementsprechend können wir es nicht fusionieren, aber wir bekommen hier in Shiba die Quest, wo wir dann zum Schluss hier auf Leanan Seeded treffen und entscheiden müssen, wollen wir die bekämpfen oder wollen wir Apsaras bekämpfen. Ich empfehle, wenn ihr in der Stufe noch nicht so weit seid, bekämpft einfach hier Leanan Seeded. Die ist Stufe 17, ist aber mit Level 13 hier, seht ihr ja, wo ich mich befinde, kein wirklicher Gegner, auch mit ihrem Gehilfen hier. Die kriegt ihr relativ schnell down. Die sind nicht wirklich stark. Habt ihr den Engel schon mit bei? Dann habt ihr mit Hammer hier einen Zauber, der auch noch die Schwäche trifft. Und ansonsten seht ihr das hier nicht viele Leben. Und vor allen Dingen nicht wirklich stark im Austeilen, solltet ihr also ganz entspannt hinbekommen. Wenn ihr das gemacht habt, gebt zu Apsaras zurück, berichtigt und sie berichtet ihr und sie freut sich, gebt euch Lebensräucherstäbchen, 2 Stück, könnt ihr eigentlich auch gleich einsetzen, wenn ihr wollt. Und ansonsten kommt das, was uns jetzt extrem in die Karten spielt, denn wir steigen jetzt nicht auf Level 16, sondern Apsaras schließt sich uns an und wir haben sie im Team und jetzt müssen wir unser Team nur noch aufbauen. Seejungfrau, wie gesagt, Engel mit rein, Apsaras Level 16 mit rein, obwohl wir jetzt erst Level 14 sind. Das kam jetzt durch den Kampf zustande und wir sehen hier Bufo plus 2 mal Bufo plus 2. Das sind ihre Skills, die sie so regulär mitbringt und das ist alles, was wir brauchen. Ja, unser Engel hat hier ein bisschen mehr jetzt schon drauf, aber ihr seht es hier, Seejungfrau ist noch standardgemäß. Wie gesagt, Held hat Bufo mit bei. Könnt ihr euch auch über die Essenzfusion holen und dann stürzen wir uns genau mit diesem Setup in den Kampf.
Was werden wir jetzt wohl tun? Klar, Bufu-Zauber, leichter Eisschaden. Alternativ, wenn ihr Bufu nicht habt und keine Möglichkeit habt, nehmt Eisscherben. Geht auch, solltet ihr massenhaft im Inventar haben. 10 könnt ihr nur tragen. Und viele, viele Gegner geben euch danach eine Eisscherbe. Viele, viele Items, die ihr findet, geben euch eine Eisscherbe. Also in diesem Gebiet hier habt ihr viele, viele Eisscherben. Also ich hatte immer 10 voll. Ja, und dann seht ihr, was wir natürlich machen, durchgehend im Kampf. Wir greifen an mit dem Eiszauber und Sturmlied ist die Attacke hier, die richtig gut abzieht. Und auch Hammer plus 3, obwohl es nicht die Schwäche trifft, immerhin zieht richtig gut ab. Und Apsaras macht auch noch den Schaden. Natürlich ist es so, dass der Gegner jedes Mal ein bisschen anders angreift und dementsprechend ist es auch ein bisschen Zufall. Aber relativ früh im Spiel passiert genau das. Es wird das Magatsuhi gesammelt und dementsprechend kann der nächste Angriff sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Und daraufhin solltet ihr vorbereitet sein, dass ihr hier, solltet ihr schon Lebenspunkte verloren haben, mit Segen all eure Charaktere hochheilt und dann weiterhin die Schwächen angreift. Denkt immer daran, dass ihr viel, viel Zeit habt, wenn ihr die Schwäche trifft, dass ihr noch einen kompletten Run nochmal angreifen könnt. Also könnt ihr das auch relativ gut timen, wie ihr angreift. Ansonsten einfach Damage drauf. Ich, man könnte jetzt hier noch irgendwie die Statuswerte runterziehen mit bestimmten Effekten, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. So, dann kommt irgendwann Gift-Odem. Das Schöne ist, das Ding blockt volle Kanne wegen unserer Resistenz und dementsprechend sind wir gleich danach dran und ihr seht es hier, das Ding macht ordentlich Schaden bei unseren Mitstreitern und jetzt müssen wir mal kurz darauf achten, dass wir sinnvoll heilen. Das heißt, erstmal mit einem Amrita-Drink die Vergiftung vom Engel runternehmen. Unser Engel hat jetzt hier in meinem Fall noch den Zauber mit bei. Paras, glaube ich, heißt der. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich werde ihn jetzt hier gleich auswählen. Oben halt eben die Patra, so rum. Von Apsaras, so. Patra, um halt eben die Status auch von Apsaras runterzunehmen. Ansonsten könnt ihr auch durchskippen, damit die Vergiftung nicht auf euren Charakter geht. Und weiterhin greift ihr mit den anderen an. Somit habt ihr immer die Möglichkeit, weiter ordentlich in der nächsten Runde am Zug zu bleiben. Ihr seht es hier, bis der Engel wieder dran ist. Und dann können wir ganz einfach wieder alle heilen. Ab einem bestimmten Punkt passiert denn das hier. Die Cutscene zeigt euch, die Köpfe der Hydra fallen ab. Das ist für euch jetzt schon das Zeichen, hey, jetzt geht's ans Eingemachte. Rein theoretisch habt ihr den Gegner so gut wie besiegt. Und jetzt bedarf es natürlich auch wieder ein ganz klein bisschen Glück. Wüten kommt als nächstes, eine sehr, sehr starke Attacke, die viel, viel abzieht. Und hier muss man, wie gesagt, ein bisschen Glück auch haben, dass nicht unbedingt einer stirbt. Und das hatte ich jetzt in meinem Fall. Und jetzt mache ich einen Fehler. Und zwar nehme ich jetzt hier zwar das Omagatoki für kritische Schäden, setze das ein. Und jetzt müsste man eigentlich rein theoretisch nur mit allen durch angreifen. Und dann ist der Kampf vorbei. Ich entscheide mich aber dazu, mit dem Engel einmal zu heilen. Und das ist in dem Fall hier ein Fehler gewesen. Hier ist Risiko gefragt. Hätte ich Hammer gewirkt, wäre das Ding auf jeden Fall durch gewesen. Oder ich hätte den Fehler anders ausgemerzt, indem ich jetzt nochmal mich dafür entschieden hätte, mit dem Engel zu heilen. Hier entscheide ich mich aber dagegen. Also entweder oder, ja, ihr werdet gleich sehen, was passiert. Ich empfehle halt eben hier volle Kanne drauf. Und ja, wie gesagt, ob die Attacke kommt, die jetzt kommt, das ist nämlich Feueratem, das ist so ein bisschen Glück. Und ihr seht es hier, es trifft natürlich die Schwäche meiner Charaktere. Wir als Held, das ist immer wichtig, wir dürfen nicht sterben, weil dann ist Game Over, egal ob die anderen leben oder nicht. Wir hätten überleben das, weil wir auch resistent dagegen sind. Aber tja, ihr seht es hier, wir hätten den Kampf mit Hammer beenden können. Tja, sei es drum, Runde drauf gemacht, gar kein Thema. Und im Endeffekt relativ easy und einfach. Schade nur, dass hier keine Erfahrungspunkte an unsere Mitstreiter ausgegeben werden. So ist das. Aber im Endeffekt sehr, sehr einfach. Und ich sage euch, auch mit Stufe 12
ist das Ding ohne Probleme machbar. Natürlich gibt es viele, viele andere Strategien. Für mich war das hier eine Vorbereitung von 5 Minuten und dementsprechend relativ leicht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Herr Arbeit sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.